Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es erstmal. Wir gehen heute auf die Harry Potter Ausstellung, mit dabei ist die Flammi. Hallo. Servus. Da hinten seht ihr schon das Plakat, da. Das ist eine Harry Potter Ausstellung, würde ich sagen, wir gehen jetzt rein. Wir sind in der Harry Potter Ausstellung. Ja, viel zu sehen gibt es hier schon, sehr viele und sehr interessante Sachen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann weiter später wieder. Einfach immer für Gryffindor entschieden und doch aus einem Grund. Einfach weil die das Schwert haben. Einfach aus dem Grund, weil die das Schwert haben. Der Rest ist mir eigentlich relativ. Aber einfach Albert, bist du es? Lebst? Scheiße, ist mein Bild geworden. Ich habe jetzt wirklich viele kuriose, verrückte Bilder. Wirklich, sehr viele Bilder. Ui, das ist meine Kamera. Hier viele Kerzen, so. Geil. Essen, so Besteck gibt es und so, aber kein Essen. Das ist belastend, einfach kein Essen. Aber Kerzen sounds, echt nicht. Da gibt es ein Bild von den Typen. Cool, erst. Aber nächste Frage. Hört sich das jetzt irgendwie an wie der Feder des Schnaufen? Ich komme fast nicht in den falschen Bereich. Star Wars ist woanders. So Leute, hier gibt es Zauberstäbe. Ron, Hermine, Harry Potter. Die sind nicht genommen. Auch wenn ich Gryffindor, Gryffindor gleich war. Habe ich mir nicht davon, sondern wollte man es genommen. Einfach das Prinzip. Den hier, das sind Leute, die ich nicht kenne. Für den Goldstab, wie ist das? Nicht der Fall. Wie ist das? Keine Ahnung. Leute, jetzt brauchen wir mal Tränke im Harry Potter Style. Hier können wir einfach Tränke brauen. Habe ich zwar schon gemacht, aber Tränke brauen war eigentlich ein fettes Bild. Wisst ihr, ich kenne mich halt nur mit Harry Potter aus, das Tutor hat und so. Ich kenne mich nur mit Harry Potter aus. Wie ich auch schon vorgesagt habe, aber egal, ich habe einen Whip-Pass, das ist das Wichtigste. Hallo! Da habt ihr eigentlich ein Bild von diesem Typen, keine Ahnung, was ist. Blöde Frage, soll ich mich gegen mich selbst verteidigen oder was? Keine Ahnung. Ja! Nebenbei, sie macht auch einen Vlog, schaut gerne bei ihr vorbei. Lockhaare, Bruder, er hat einfach Roboterhände. Aber wenn du Lockhaar heißt, wo sind denn lockige Haare? Hast du keine mehr? Einfach kopflos. Scheiße, weiter geht's. Hier kann man was sagen. Und hier liegt einfach ein Busticket von vor. Boah, einfach vor Busticket. Und Tassen so. Also ich sagen, wir gönnen uns jetzt einen Kamin. Ich meine echt, fernsehmäßig. Doch Bücher. Einfach Bücher. Hey. Nö. Tassen. Ein Bär, ein Wolf, was ist das? Achso, du kannst du hier. Der Raum ist relativ cool. So, hier ist so eine dunkle Ecke. Mit Baum. Hallo, lebt da wer? Hallo. Ah, nein, da liegt keiner mehr. Da sind drei Kürbisse und so. Gehen wir mal durch. Stein, Unkraut. Exit. Nein, wir drücken nicht den Exit. Voller Schritt, aber Holz. Und viele Kürbisse gibt es hier. Kürbisse eingesperrt, die sind groß. Teilen und so und viele Kürbisteile da. Dann noch so ein okay. Will auch Spiel rumlaufen. Irgendwann einmal war da verrennt. Regenschirm. Schieben wir es dabei. Angeblich ein Zauberstab, hat sie mir gesagt. Warum immer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist eine Küche. Hier ist einfach ein Drache. Hat er Taschen am Kopf? Ja. Ja. Darf ich das goldene Ei mitnehmen? Nein. Das ist eine Frage. Ja. Hat er zu viele Zahnstocher am Kopf bekommen? Da schaut doch aus wie Zahnstocher. Ich sehe doch keine Zahnstocher. Er schaut wie so aus. Hallo. Jetzt läuft sie weg. Ui, Nebel. Einfach ein goldenes Ei. Hier sind wir jetzt in einem Raum. Ich habe von mir gesagt bekommen, das ist die Kammer des Schreckens. Sie. Ja, ihr müsst dazu wissen, Harry Potter war nie so meins. Ich bin ja so der Star Wars Typ. Nehmt mir das nicht übel. Aber die Jokes, die ich mache im Video, sind mit Humor gemacht.
So, ich kann auch damit leben, wenn ihr Joke Star Wars macht, weil ich finde, es gehört einfach dazu, dass man Jokes macht. Also jetzt Star Wars nur Harry Potter Jokes machen, lieber Harry Potter Fans oder was auch immer, oder wer auch andere Genres so, halt Jokes über andere macht. Ich finde, das gehört einfach dazu, also passt das hoffentlich schon. So, Spaß braucht man, also ich möchte es lustig machen. Deswegen, hier ist der Mann ohne Nase. Lord Voldemort. Das könntest du anziehen. Eins zu eins. Ich bin der Mann ohne Nase. Und wenn ich es nicht vergesse, sieht hier ein Vergleich zwischen ihm und mir im Video hier. Jo. Wenn es Licht ein Tag, dunkel und hell, dann gibt es einfach einen Kampf gleich drüber. So. Vor sind wir uns die. Da ist ein Kampf. Gibt es einfach einen Kampf, wie auch immer das ist. Gut, der schaut geil auf. Der Mann schaut wirklich geil auf. So. Das ist normal, das ist schon. Warte mal. Das ist Ron. Hermine. Oh. Das ist von Ron. Das ist von Harry. Schlau wie Kopf. Ich hätte vielleicht mal lesen können. Ich habe nicht. Nein, ich dachte, ich würde dir die Hand geben. Hä? Ist nicht Harry mit Ron? Ron ist mit Hermine. Ach so, ich dachte. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, Harry. Harry ist mit. One Schwester. So Leute, wir waren jetzt auf der Harry Potter Ausstellung in Wien, ja. Durch das wir schon in Wien waren, haben wir uns gedacht, schauen doch noch beim TikToker vorbei, der es in Wien seinen Laden hat. Und zwar Tasty Retro, Grüße gehen raus. Haben wir geschaut, ob er da ist. Er war lustigerweise und glücklicherweise da. War cool. Haben wir dort einen Pferdeleberkäse geholt. Ja, ich muss sagen, geschmacklich wirklich gut. Es ist zwar was anderes als die normalen Leberkäse, die du sonst bekommst, aber geschmacklich wirklich gut. Muss ich wirklich sagen, freundlich war er und alles super nett, man hat mit ihm gut reden können. Also, Empfehlung ist er wert. Schaut gern bei ihm vorbei und Grüße gehen raus an ihn. Wenn ich auch sagen wollte, die Ausstellung war auch schon cool, schön. Ich finde die VIP-Tickets waren ein bisschen überteuert, aber es ist ein Erlebnis wert, man kann sich super anschauen. Also, würde ich auch sagen, es ist ganz gut, die Ausstellung. Und sagen, ciao, Leute.